Mein Name ist Ariane Telgen. Ich arbeite seit über 20 Jahren mit Problempferden jeglicher Art. Und ein weiterer Schwerpunkt von mir ist das Training für Reiter und Pferd. Hier unterstütze ich turnierambitionierte Reiter bis zur schweren Klasse, aber auch den Freizeitbereich in der Gesunderhaltung und Gelassenheit. Durch meine langjährige Erfahrung als anerkannte Pferdephysiotherapeutin und Osteopathin bin ich in der optimalen Lage, Probleme auf verschiedenen Ebenen zu erkennen und zu lösen. Um dieses auch über weite Entfernungen möglich zu machen, biete ich die Online-Beratung oder auch die Online-Betreuung an. Dies ist eine erfolgreiche Alternative zu einer persönlichen Vorstellung hier auf dem Hof oder auch zur stationären Aufnahme Ihres Pferdes. Ja, wir haben wieder einen neuen Gast auf Hof Eichneck. Das ist Quibidu, richtig? Genau. 8-jährig jetzt. Mhm. Ja, und ich habe so ein ganz bisschen aus dem Kontaktformular entnommen, aber meistens ist da ja nicht alles aufgeführt. Mhm. Darf ich du sagen, ja. Sie sagen? Ja, warum bist du denn hier? Ich habe so ein bisschen Video gesehen, dass er draußen eher so Headshaking-mäßig läuft und in der Halle gar nichts. Genau. Mhm. Nein, er wird im Moment gar nicht geritten, weil das einfach für mich zu gefährlich ist. Also für mich persönlich sowieso. Aber auch für diejenige, die den auch mit reiten soll, weil er wirft also schlagartig den Kopf rum, dann immer dieses Abkicken, so, ne? Ja. diesen Kick. Das ist schon ein bisschen besser geworden, aber es ist mir einfach zu gefährlich, wenn da jemand drauf sitzt, dann keine Kontrolle mehr hat, also gerade draußen. Ne? Ist das denn jetzt in Anführungsstrichelchen nur das Kopfschlagen oder stolpert er auch in dem oder rennt los? Nein, oder? Also er rennt los am Anfang, weil er wird hektisch, das merkt man auch. Also ich glaube, der ist unsicher. Er weiß einfach nicht, was er draußen machen soll. Mhm. Und das ist immer in Verbindung mit der Trense, weil auf der Wiese macht er das gar nicht. Okay. Ja, dann Halfter verbindet er immer mit großer Freiheit und zieht einen dann einmal quer. Okay, das macht er auch in der klar. Halle leider. Da muss ich eine Kette drunter machen, das mache ich ungern. Aber weil dann kann ich vom Körper nicht mehr halten. Das ist ein Brocken. Ich habe ja eben auch schon so ein bisschen rausgehört, dass eigentlich schon so ziemlich alles abgeschreckt ist, von Röntgen bis Sonstiges. Jetzt habe ich nur so ein bisschen Eindruck gekriegt, wie er hier ja steht. Mhm. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, ist die Schweifrübe ein bisschen gescheuert von der Anhängerfahrt oder ist das generell so? Nein, das ist jetzt seit circa, also erst war die eine Seite mehr und jetzt ist das, ich würde mal sagen, 6 Wochen. Was ist denn jetzt so dein Ziel? Was möchtest du gerne, was ich mit ihm mache, ihn durchchecken? Ja, das auf jeden Fall. Vielleicht auch mal auf die Nerven hin testen, weil ich, also jetzt nicht Nerven im Sinne von organisch, sondern wirklich im Sinne von, ist er unsicher. Ich bin halt betriebsblind, weil er hat schon so viel mitgemacht und ich denke dann immer, jetzt hat er Schmerzen, hat er keine Schmerzen, mache ich jetzt zu viel, mache ich zu wenig, vielleicht muss auch einer mal Tacheles reden, weiß ich nicht. Ne? Ja. Bin ich jetzt auch noch nicht so, sage ich auch ganz ehrlich. Also ich habe schon seit über 40 Jahren als Besitzer, wenn man selber das Pferd gezüchtet hat. Genau, und ich bin auch seit über 40 Jahren Pferdebesitzer, also ich habe ganz viel Pferdesport schon hinter mir und aber wenn man so einen hat, der auch eine Krankengeschichte hinter sich hat, das hatte ich ja erzählt mit der Kolik und so, ist das immer, ist wie mit den eigenen Kindern, dass man sagt so, der hatte schon mal das, müssen aufpassen. Und vielleicht muss dann jemand von außen einfach mal sagen, das ist jetzt Trotz, das ist jetzt so, der ist in der Pflegelzeit, ist er ja nun auch von seinem Alter her. Und dann muss man einfach mal jetzt mal so ein bisschen resoluter sein. Ne? Dann muss ich das tun, dann weiß ich aber, woran ich bin. Oder man sagt wirklich, es ist irgendetwas mit ihm. Ne? Dann muss ich darauf Rücksicht nehmen. Was ist denn das Ziel oder der Traum, was du mit ihm machen möchtest? Reiten. Im Moment kann ich das nicht. Reiten heißt ins Gelände, Dressur auf dem Platz, Springen. Nee, springen nicht. Ich kann nicht springen. Ich habe Angst davor, weil ich mal abgesemmelt bin davon. Dann gibt es halt ein Mädel, die sich auch traut, drauf zu sitzen, weil er jetzt sehr viel Gangwerk hat. Die ihn in der Arbeit hatte, bevor das aufgetreten ist, die hat ihn sehr zurückgeritten, immer zurückgehalten, weil sie Angst vor dieser Bewegung hatte. Mhm. Nehme ich an, ich weiß es nicht. Mhm. Man sieht das aber auch das auf dem Film. Ist unbequem zu sitzen, ne? aber häufig, dann muss ich sagen, ich bin überfordert mit dem Pferd, dann ist das so. Noch gar nicht. Jetzt weiß ich nicht, ob ich das in den Kontaktformular mit jemand anders durcheinander bringe. Stand bei ihm auch was bei, dass er sich auch nicht mehr satteln lassen wollte oder sowas? Also ich habe den Sattel zwar mit, aber ich weiß, dass er nicht passt. Das weiß ich hundertprozentig. Ja. Das ist der Sattel, mit dem er auch geritten worden ist.
Und musste das draußen machen, auf dem Raum pennen. Und dann ist der mir kerzengerade in die Luft gegangen zweimal. Ja. Wahrscheinlich wieder so ein Déjà-vu. Die Trense ist an, der Sattel ist drauf. Ja. Jetzt geht das wieder los. Ne? Und also ich hatte den nicht mal zwei Schritte in der, an der Longe. Da stieg der schon senkrecht hoch. Und da kann ich keinen Sattel anprobieren. Das ist cool. Es kann sein, dass wenn er hier angebunden ist, dass er erstmal versucht, da ein bisschen so rauszugehen. Ja. Ne? Das ist so ein bisschen respektlos, da muss man schon mal ein bisschen deutlicher werden. Er weiß dann auch, dass er groß ist, ne? Ja. Und er weiß auch, dass ich eine Pupsnase gegen ihn bin, das weiß er auch. Da muss ich schon mal vor ihm stehen und sagen, ich weiß, dass ich, du weißt noch nicht, dass ich stärker bin, aber ich bin es. An dem Zweifel lasse ich die Möhren weg und dann wird es eng in deinem Leben. Und das funktioniert manchmal auch, ne? Aber man braucht einfach nochmal deutlich sagen, Quibi, lass es jetzt. Ne? Okay. Ja, also ist absolut kein falsches Pferd, ist ein grottenehrliches Pferd. Deshalb ist das so unnatürlich, dieses Verhalten draußen. Auch dieses unvermittelte Rumreißen, dieses, ne, das, es stört ihn etwas. Ja. Und ich kann es nicht greifen. Ich weiß es wäre nicht. Das jetzt zu gefährlich, wenn ich euch für 10 Minütchen einmal anschauen kann? Also wenn du ihn an die Longe nimmst, ins Raumbett gehst oder auf den Platz gehst, ich will ja nicht, dass er dich durch die Gegend zieht oder sowas. Mhm. Wäre das machbar oder ist das zu gefährlich? So, dass ich es also einfach mal live sehe, es ist gerade Sonne da, es ist alles da. Er hat eine richtig tolle Figur, ist ein Hengstanwärter, hat aber eine riesen Krankengeschichte hinter sich. Eigentlich auch, wenn ich es richtig rausgehört habe, durch mangelndes Fachpersonal oder mangelhaftes Fachpersonal ist, glaube ich, besser ausgedrückt. Ja, ich bin gespannt. Also ich habe auch von den Videos auch gedacht, typisch Headshaker, jetzt wo ich höre, draußen auf dem Paddock macht das nicht, nur in Kombination mit Trense. So ein stoßendes Ausatmen, vielleicht was am Kehlkopf, mal gucken. Ja, ich muss jetzt erstmal warten. Eigentlich wollte ich entspannt reiten, aber jetzt muss ich erstmal warten, bis die ihr Pferd vorgeführt haben. Arbeit geht eben vor, aber Campino scheint das nicht wirklich zu stören. Wir kommen aus dem Rheinland, merkt man, ne? Wir reden viel. Ariane kommt aus Hannover. Demnach gehört die Landeshauptstadt wohl auch zum Rheinland. Komm. Macht er das denn normalerweise im Schritt auch schon? Nein. Also nur im Trab oder im Galopp? Ja. Im Schritt nicht? Im Trab ist eigentlich am schlimmsten. Okay. Aber vielleicht empfinde ich das auch nur so, weil der eben im Galopp das einfach eine schnellere Gangart ist. Ja. Okay, komm. Aber das ist ja auch schon mal gut zu wissen. Hier ist auch eine Peach. Ah, das reicht schon. Okay. Ah ja. Fein, also so mache ich das dann, dass ich im Außen alles lasse und ihn einfach so ein bisschen. Da war's, ne? Das Schnicken, ne? Ja. Mhm. Und das ist noch harmlos, das kann ja auch besser. Ja. Mhm. Komm, komm, komm. Fein, ja, fein machst du das. Ja, super. Ja, das ist jetzt wieder ein gutes Abschnauben. Super. Das ist der Vorführeffekt. Das ist doch perfekt. Nein, das ist nicht perfekt. Er kann es auch anders. Komm. Ach, wir hatten das sonst immer ganz umgedreht. Da wurde gesagt, so und so und so. Und die Pferde liefen hier wie Glöckchen. Und das Pferd, was gestern gekommen ist, der jetzt nebenan steht, da hieß es, das ist so brav. So brav, es tut niemandem was. Ja. Und es stand hier gestern senkrecht in der Luft und hat gebockt wie ein Dreijähriger, der zum ersten Mal Sattel auf dem Rücken hat. Ich sag lieber vorher, was kommt. Na komm. Komm. Fein, fein, komm. Fein. Gut. Machst du gut. Ah, ne, er springt auch wieder nach vorne raus. Nach oben und nicht nach vorne. So, und auf der Flucht ist er auch eher immer. Erstmal ja, das legt sich dann im Laufe der Arbeit. Ne? Mhm. Wenn er merkt, man tut ihm auch nichts. Da, das meine ich. Okay. Mhm. Ne? Und das hat er erst jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, nach dem Beritt gemacht oder auch schon vorher? Nein, nach dem Beritt. Hast du schon mal was auf Kehlkopfproblematik gegeben? Nee, das hat jetzt die Stallbesitzerin gemeint, dass der vielleicht Luftsäcke bildet. Kopf oben halten, mein Freund. Ist aber echt brav, ne?
Ja, kann auch anders. Also, aber das Bild, was man beim Laufen hat, passt überhaupt nicht zu dem jetzt. Ja, ich könnte ihn jetzt hier abmachen. Der auf stehen. Der Flucht beim Das meine ich ja, er verbindet das mit Arbeit irgendwie. Ja. So ist er ja auch auf der Wiese. Ich meine, der kaspert mal ab. Ne? Wie lange hat denn da jetzt keiner mehr drauf gesessen? Ja, diese anderthalb Jahre. Anderthalb Jahre, ne? Mhm. Ich habe das mal versucht. Da waren wir aber gerade in den eigenen Stall gegangen. Ja, vielleicht ein halbes Jahr da. Und da habe ich das versucht. Ich habe mich eigentlich nur drauf so übergelegt. Da hat er mich schon abgeworfen, im Hohenbogen. So, alles klar. Okay. Komm mal, zeig mal. Komm. Bibi, komm. Nein, ich will nicht. Komm. Na los, komm. Ist alles neu. Ja, ich weiß. Was ist denn da? Komm, komm. Quibi weiß noch nicht so recht, was er von seiner neuen Umgebung hier halten soll. Ariane Telgen bekommt so aber schon mal einen ersten Eindruck, mit welcher Problematik sie es hier zu tun haben könnte. Komm, komm, komm. Weiter, komm. Ja. Ja, klar, das ist dieses nach außen stellen, ne? Gut, mir persönlich würde das reichen. Okay. Ich habe das gesehen. Ja. Hm, du? Schlumpf? Komm nicht. Wenn er das mit Gebiss macht, ist es letztendlich Lade, Kiefergelenk, Genick, Kehlkopf. Hm. Die Dreieckdaten quasi. Hm. Theoretisch gesehen für das Schnicken, ne? Hm. Ich glaube, der Quibidu ist ein richtig feiner, lieber Kerl. Ich glaube auch nicht, dass das eine Marotte ist oder dass das ein Austricksen ist, weil nun seine Longenführerin, Besitzerin, Züchterin, also sie hat den Quibidu selber gezüchtet, dass die jetzt sehr fein ist und sehr lieb ist, vielleicht auch ein bisschen ja, konsequenter sein könnte. Das glaube ich aber nicht, dass das Problem ist. Ich glaube wirklich, dass es da einen Knackpunkt gibt, entweder was den Kehlkopf angeht, was das Kiefergelenk angeht, weil es ist nur in Kombination mit dem Gebiss. Und da muss ich halt mal so gucken, was da wirklich passiert. Wenn man das Ganze ohne Gebiss macht, ich werde es auch mal mit einem Kappzaum probieren. Headshaking-Pferde oder Pferde, die wirklich empfindlich sind, reagieren noch extremer mit Kappzaum als mit Trense. Und ich werde ein bisschen ausprobieren. Ich werde ihn sicherlich auch mal überstellen, werde ihn mal lange laufen lassen, um zu gucken, ob es dann besser wird und all sowas. Das gehört dazu. Ich bin gespannt, wenn ich den Sattel drauflege. Der wird nicht mehr passen. Aber er soll auch kerzengerade in die Luft gehen. Es hat seit anderthalb Jahren keiner mehr draufgesessen. Wir werden uns hier auch nicht draufsetzen. Aber ich möchte natürlich gerne, dass er brav ist beim Satteln. Und ich möchte gucken, wie kriege ich sein Schütteln weg? Schaffe ich es? Schaffe ich es nicht? Was kann ich mit auf den Weg geben? Da bin ich echt gespannt. Das ist jetzt wieder ein Puzzle zusammensetzen mit, ja, ich glaube, einer Billiarde Puzzlestücke. Mal schauen. Schön seht ihr beiden aus. Danke. Na, was hast du denn mit deinem Heu gemacht? Hm? Wollen wir mal gucken, was wir bei dir am Kopf finden? Hm? Ja, warum du so schnarkst? So, komm her. Ich habe schöne Sachen mit. Ich weiß nicht, ob das für dich schön ist, aber... Hm? Oh, toll, ne? Ja, ich glaube, du hattest noch nie so einen bequemen Sattel drauf. Ja, mein Check mit Quibi geht los. Ich habe schon so einiges gehört von der Besitzerin. Es ist, sie hat ihn gezogen. Er hat schon eine Kolik-OP hinter sich. Er hat ein sehr schönes Anreiten als Hengst. Und mit schön
Von der Beschreibung her hörte sich das wirklich sehr zufriedenstellend an, auch für die Besitzerin. In der weiteren Ausbildung wurde dann ja ein bisschen Unschönes getrieben. Das heißt also, er wurde sehr zusammengerollt. Und die Vermutung liegt halt einfach da, dass er deswegen sich so ein bisschen wehrt gegen alles, was mit dem Gebiss zu tun hat. So der erste Eindruck, da macht er mir eigentlich nicht so den Eindruck, dass er ein Arbeitsverweigerer ist oder dass er einfach das tut, weil er keine Lust hat. Ja, Röntgen, Messungen, Augen kontrolliert, Zähne kontrolliert. Also er wurde in der Klinik auf den Kopf gestellt. Aber es war halt nichts zu finden. Na, vielleicht finden wir ja was, was die Erleichterung bringt. Wollen wir mal gucken? Ja, komm her. Ach, toll, toll, toll. Ja, war eigentlich für die ein Hengstanwärter. Aber kurz vor der Prüfung hatte er halt die Kolik bekommen und wurde dann logischerweise nicht weiter gefördert, was das angeht. Ja, toll. So, was ich vorhin gesehen habe, ist, dass er in der Rechtsstellung an der Longe deutlich mehr Symptome gezeigt hat. Von daher gucke ich erstmal, ob ich irgendwas hier oben finde, was auf der einen Seite anders ist als auf der anderen. So, was mir auffällt, ist, dass der Schweif gescheuert ist, dass hier vorne am Kopfbereich das Fell auch teilweise weg ist. Das kann natürlich... Ja, wenn er eine sehr feine Haut hat, dann reicht vielleicht schon wirklich ein Halfter, was da ein bisschen drauf rumreibt. Was ist hier? Lass mal sehen, ob das auf der anderen Seite auch ist. So, hier ist leichte Schwellung drin. Machst du das nur, weil du das nicht magst, dass ich dich da anfasse? Ah, nee, da ist schmerzempfindlich. Ich probiere nochmal aus, ob es Zufall war. Ich gehe nochmal auf die Seite hier. Nee, das tut ihm weh. So, beim Zahnarzt soll er gewesen sein. Hier vorne ist es auch rund. Zumindest der erste Zahn, den ich so fühlen kann. Trotzdem mag er das nicht so gerne, wie man sieht. Die Schleimhäute sind so ein bisschen, würde ich sagen, violett angehaucht. So, da sind gar keine Fliegen. Er versucht sich trotzdem immer zu jucken. Und wenn man hier mal schaut, das ist gerade ganz schön durch das Licht, sieht man hier auch wirklich überall so Dellen. Die gehen hier auch überall so ein bisschen weiter. Mal schauen. Puzzleteile, viele, viele Puzzleteile. So, ich palpiere einfach mal die Zahnleiste hoch. Gucke, ob er es mitmacht. Er soll ganz, ganz langsam fressen, was ja gut ist. Es sei denn, er frisst so langsam, weil er Zahnprobleme hat. Oh, ist alles gut. Okay, was? Ich spüre aber nicht, wie sonst, so diese Knubbeln, wo ich drüber weggehe. Die fühle ich hier nicht. Ich fühle hier nur Schwellung. Ja, ich bin ganz vorsichtig. Muss keine Not haben, keine Not. So, guck mal. Oh ja, da Kiefergelenk. Da Kiefergelenk ist schmerzhaft. Und da kommt der bekannte Knubbel, den ich gesagt habe. Fein. Okay. So, das sind schon eindeutige Zeichen. Er lässt sich hier anfassen. Ich komme da oben dran. Er möchte mich da weghaben. Er ist aber brav dabei. Ich muss noch mal da dran, großer. Weil A, kann das Zufall gewesen sein. B, bin ich noch nicht nach ganz oben gegangen. Wenn das wirklich was... Er will das nicht. Wenn das wirklich was am Maul ist, da, wenn das wirklich hier was sein sollte, obwohl der, okay, alles gut. Obwohl das in der Klinik alles durchgeguckt wurde, das fände ich wirklich verheerend. Weil das finde ich jetzt doch schon ein bisschen merkwürdig, dass ich, wenn ich da an die Seite fasse, er da mich gleich mit dem Bein weghaben will. Ja. So, ich komme hier jetzt an die Stelle, die er vorhin auch schmerzempfindlich fand. Das ist auf der rechten Seite kein Problem, gehe ich hier aber wirklich hier in diesem Bereich. Da sieht man, das findet er auch
nicht witzig. So, und das sind, denke ich, die Punkte, die halt einfach mit Trense an der Hand da Stress kriegen. Schade ist, dass ich keinen Röntgenblick habe. Es soll ja einen Osteopath geben, der einen Röntgenblick hat, oder einige, habe ich zumindest von gehört. Muss ich jetzt ein bisschen ironisch sagen, weil ich glaube, das hat niemand. Ich habe auch davon gehört, dass man solche Dinge auspendelt und all sowas. Ich muss ganz ehrlich sagen, hier würde ich wirklich sagen, da muss nachgeschaut werden. Und wenn man es in einer anderen Klinik macht, um halt einfach eine zweite Meinung zu kriegen, weil das, finde ich, ist schon krass. So, er ist jetzt abgelenkt. Ich fasse nochmal an. Das geht gar nicht. Er sieht gut gefüttert aus, gut genährt aus. Es ist einem super guten Pflegezustand. Hufe sind gut gemacht. Sind auf den ersten Blick ganz dünne, klare Beine. Er hat ja jetzt auch anderthalb Jahre, sage ich mal so, keinen Sattel drauf gehabt. Ich gehe also auch nicht davon aus, dass er, wenn ich ein Physiopad drauflege, Schmerzen empfindet. Dennoch soll das Satteln ein Riesenproblem sein. Er soll beißen währenddessen, er soll auch unter den Bauch hauen oder halt gleich in die Luft gehen von den Erzählungen. Na, ja, das ist ein cooles Teil, ne? Was sagst du denn dazu, wenn wir den mal auf deinen Rücken legen? Ha? Weißt du? Ne, er beißt sich immer selber, wie man sieht. Da hat er auch drinnen in der Box gemacht, dass er sich immer hier gebissen hat, hier hinten gebissen hat, gejuckt hat. Das habe ich beobachtet. Jetzt möchte er gerne hier zu mir drängeln. So nach dem Motto, mach sie mir weg, mach sie mir weg. Ja. So. Gut so, ne? Na komm. Na ja. Ei, Mensch, Donnerwetter. Hast du nicht mitgekriegt? Ich mach's nochmal, dass er es gleich mitkriegt. Ja, okay. Ei, toll. Ja, wie so fein arbeitet, ne? Na dann, probieren wir doch auch mal die Trense. Hallo? Was machst du da? Willst du mir zeigen, was du vom Sattel hältst oder was? Hm? Du? Mach mal fein. Prima, machst du das. Klasse. Super. Was bist du für ein Feiner? Komm mal her, komm. Komm her, komm. Ich mach's dir ein bisschen leckerer. Bitteschön. So. Hm? Ja, komm her. Ich muss das mal ein bisschen höher machen. So. Ich bin gespannt. Er soll es ja nur mit Trense machen, aber auch nur irgendwie im Trab oder auch im Galopp. Schwung so, und der hat jetzt die Trense drin und hält seinen Kopf irgendwie schon da so gebogen hin. Muss er eigentlich gar nicht. Und von dieser Seite verändert sich auch der Blick. Das kann man sich jetzt natürlich auch einbilden. Aber Keine Not. Nein, keine Not. Ist alles gut. Ne, er macht seinen Kopf jetzt ganz demütig nach unten. Neu verschnallen oder wir lassen ihn sogar mal eben ab, um zu testen. Was hältst du davon? So. Ich habe jetzt eine Idee und du musst sie mitmachen, okay? Sei denn, es ist ganz, ganz schlimm für dich. So, vielleicht brauche ich auch eine Peitsche. Mal gucken. Komm. Nichts tut sich. Komm. Schere. Fein. Hopp, hopp. Oh ja. Brrr. Alles ganz easy, ne? Toll. Super. So, ich versuche jetzt so wenig es geht, hier am Gebiss zu machen. Er ist ja hier ganz gut eingerahmt. Brauche also nicht irgendwie damit kämpfen, dass er rausgeht.
Aber erstmal denke ich, ist es hier halt ein Platz, den er mit Entspannung vielleicht verbindet. Jo. Nee, bleib mal außen. Bleib mal außen. Bleib mal außen. So, und das ist ja hier jetzt auch wirklich klein. Es ist vielleicht eine Voltengröße, eine A-Volte. Da müsste er sich jetzt auch schon deutlich längs biegen, wenn er hier traben will oder hektisch laufen will, so wie er es ja auf dem Platz gemacht hat. Und T, rap. Hopp. Hopp. Klasse. So, und ich lasse ihn ganz locker. Ganz locker vorne, ganz locker. Komm. Komm. Quibi sieht schon gar nicht mehr so nervös und unsicher aus wie am ersten Tag auf Hof Eicheneck. Allein die Anwesenheit von Ariane scheint ihm schon Sicherheit zu geben. So, nochmal. Super. Ja. So, da kommt es. Alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Schnell ab damit. Komm mal her. So, schnell ab damit. Ja, so. Hopp. So, man sieht, er trabt schon mal zumindest freudiger an. Komm. So, ist schön. Hopp, hopp. Hopp, hopp. So, aber das Schnicken ist auch ohne Trense da. Das war jetzt die linke Hand, das ist also seine bessere Hand gewesen. Es ist auch im Schritt, es ist ohne Nasenriemen, es ist auch ohne Trense, nur halt nicht so doll. Also ich vermute jetzt wirklich Schmerzempfindlichkeit, erste, zweite Halswirbelsäule, linke Seite, also Halswirbelkörper. Ja, komm her. Gut so. Und linkes Kiefergelenk. Aber probieren müssen wir es, ne? Darf ich dir das aufsetzen? Einfach so oder soll ich dir das Halfter vorher drauf machen? Tee rap. Super. Um mögliche Ursachen für das Kopfnicken ausschließen zu können, probiert Ariane jetzt nochmal aus, wie Quibi mit einem Gesichtsschutz läuft. Hopp, 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 hopp. Hopp, hopp. Hopp, hopp. Weiter, weiter. Schritt. Klasse gemacht. Kein Kopfschlagen gerade. Weiter. Hopp, hopp. Hopp, hopp. Ja, hopp, hopp. Hopp, hopp. Bleib mal in der Gänge kurz. Komm mal her, komm, mein Großer, komm. Toll machst du das. Ganz großes Kino. Super, super, super. Klasse. So, können wir noch mal eine Runde? Schaffst du es? Ja? Na komm. Komm, mach mal noch mal Trab. Hopp, hopp. So, er möchte gar nicht traben. Hopp, hopp. Hopp, hopp. Fein. Ja, mein Training mit Quibidu geht weiter. Ich habe mit der Besitzerin abgesprochen, dass wir einen Tag Schmerzmittel geben. Das ist heute. Gestern hatte er viel Druckschmerz auf der rechten Seite an der Jochbleinleiste entlang und auch auf der linken Seite hier im Atlas-Axis-Bereich. Der Übergang ist sehr druckempfindlich gewesen. Ja, Problematik hieß es, gibt es eigentlich nur mit Trensengebiss. Wir haben jetzt gestern festgestellt, dass das nicht unbedingt ans Trensengebiss gekoppelt ist. So, und ich habe mich heute dazu entschieden, einmal zu probieren, auf Kappzaum die Longenarbeit zu machen, habe aber auch gleichzeitig die Schenkeltrense drin, dass ich einfach auch schnell umschnallen kann. Ja, den Kappzaum habe ich sehr, sehr lose gemacht. Hatte natürlich keine Wirkung auf das Genick, weil es halt einfach auf dem Nasenrücken auch ein bisschen Spiel hat. Aber durch seine Druckempfindlichkeit möchte ich das nicht machen. Und das ist auch der Grund, warum ich sehr wenig den Kappzaum bei den Therapiepferden, die hier sind, verwende. Weil doch ganz viele Zahnprobleme haben, Headshaking-Symptome haben, empfindlich sind auf dem Nasenrücken. Und da habe ich die Erfahrung gemacht, kann man es besser mit Trense machen als diesen festen Kappzaum. Ja, und ich bin richtig gespannt, wie das jetzt wird. Ich habe eben gerade beim Putzen schon gerade hier
sage ich mal so, wo der Widerrist abfällt, richtig dicke Schwellungen festgestellt. Da muss ich mal nachfragen, ob die vorher auch schon da waren oder ob die erst nach der OP da waren, weil er hatte eine, wenn ich mich recht erinnere, 7-stündige Kolik-OP. Man hat einen Eimer Sand aus seinem Darm geholt und das ist schon richtig, richtig heftig. Und ich habe ein paar Videos bekommen von der Besitzerin, wo auch die Schiefentherapie mit ihnen gemacht wurde. Aber auch da hat man das Kopfschlagen gesehen. Nicht so doll wie gestern hier. Ich habe auch ein Video bekommen von einer Dressurpferde A, wo er 6-jährig war, also vor 2 Jahren. Und auch da hat man schon Anzeichen gesehen, dass etwas nicht in Ordnung ist. Und von daher ist jetzt die Frage, ist es etwas, was man noch reparieren kann? Was vielleicht aufgrund von Zahnproblematik ist, Kiefergelenksproblematik oder vielleicht wirklich Arthrose in der Halswirbelsäule, dass das gar nicht möglich ist. Und ich werde mich da jetzt einfach mal langsam rantasten. Ich habe ihn gerade passiv bewegt. Bewegungsfreiheit ist komplett da, ohne Trense und ohne, dass man was von ihm will, aber mit dem Ganzen nicht. Und wie es mit Quibido weitergeht, wird im nächsten Teil gezeigt. Für ganz Ungeduldige stehen neue Filme schon vorab im Kanalmitgliedsbereich zur Verfügung. Auch kann man dort viele Fälle in der Uncut-Version sehen und jetzt ganz neu auch Tutorials und Podcasts zum Nachreiten und Ausbilden von Pferden nach Arianes Reitweise. Wir wünschen euch viel Spaß und bis auf bald. Euer Hofeichen-Eck-Team.